Also, willkommen zusammen. Schön, dass es klappt mit diesem besonderen Panel, mit dem Gespräch zum Garrity Award Reflexion. Ich habe hier Alissa Rabe, meine Kollegin, Creative Strategist bei Google. Die liebe Miriam Preisinger ist dabei. Sie ist CD bei der Digitalagentur Chail. Die liebe Hanna Heidrich, sie ist freie Regisseurin, internationale freie Regisseurin. Marielle Wilsdorf ist ECD bei DDB und Katrin, die Strategie und Business Development Geschäftsführung bei DDB macht. Ja, unser Ziel heute dieser Session ist, dass wir, ihr wart alle Teil der Garrity Award Jury und dabei habt ihr im Grunde die besten Werbekampagnen ausgezeichnet und zwar nicht nur Werbekampagnen, die für Frauen war, sondern für jeden, aber ihr habt es aus einer Frauenlinse quasi getan, diesen Juryprozess. Und erstens reflektiert das natürlich nicht nur Buying Decisions, sondern auch, wie der Markt aussieht. Aber genau darauf wollen wir nämlich heute eingehen. Unser Ziel ist quasi, dass wir einfach mal reflektieren, wie war dieser Juryprozess für euch in einer All-Female-Jury? Und vor allem aus dieser Reflexion voraus, was sind Learnings und Takeaways, die ihr für Future Judging Processes, also für zukünftige Jurys mitnehmen, aber vielleicht sogar für den ganzen Werbe- oder Marketingprozess insgesamt nutzen werdet. Wie würdet ihr auf innerhalb von Agenturen als Freie, aber auch auf Kunden mit diesem Know-how jetzt zugehen? Genau, ich habe einfach drei Fragen mitgebracht, die ich mal so in die Runde werfen würde und dann gehen wir einfach ins Gespräch und let's see where it takes us. Ja. Genau, die erste Frage wäre, ich verrate sie vielleicht nicht direkt zusammen, sondern eher nacheinander. Vielleicht kann jeder von euch mal sagen, was ist das größte Learning von euch aus dieser Jury? Und genau Teil dieser Jury zu sein und eben nicht einer anderen. Wer möchte starten? Vielleicht ist mein Learning, ich starte einfach mal, vielleicht ist mein Learning, dass ich das erstmal wahnsinnig beeindruckend fand, die in der ersten Mal, wo wir connected waren und dachte, damn it, irgendwie, wir müssten viel öfter in so einer Form zusammenkommen. Ich glaube, das ist so das stärkste Gefühl, was ich mitgenommen habe, dass ist auch schon bei vielen Jurys so gewesen, meistens mixed und ich dachte, hey, es ist eine Kraft irgendwie da, auch einmal nur in einem Female-Verbund zu sein und ich für mich eigentlich als Learning gedacht habe, ich sag mal, es gibt ja auch so traditionelle ich weiß nicht, in der Vergangenheit früher in Kreisen, in denen Frauen zusammengekommen sind. Und ich dachte so, irgendwie im Berufskontext fehlt mir das tatsächlich, weil ich es eher gewohnt bin, vielleicht gerade auch als Regisseurin maßgeblich im Boys Club zu agieren. Und das war so ein bisschen das Learning, was ich dachte, so damn it, wir müssen das irgendwie viel häufiger machen. Kannst du die Kraft ein bisschen mehr beschreiben, gerade weil du den Boys Club gewohnt bist? Diese besondere, beeindruckende Kraft? Das soll ich mal noch ein bisschen erwarten, während die anderen sprechen. Ja, genau. Gut. Ich würde da gleich mal einhaken, weil das irgendwie auch mein Gefühl war. Also was mich total beeindruckt hat, als wir da, also erstmal, dass wir überhaupt uns zusammengeschlossen haben, um miteinander erstmal zu sprechen in dem Kickoff. Am Anfang habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das jetzt so viel bringt, wenn man sich ja die Cases noch gar nicht angeschaut hat. Aber dann hat es mir total viel gebracht, als ich mir die Cases angeschaut habe, weil ich wusste, wer da sozusagen mit mir in dieser Community sitzt. Und als ich mir dann auch die Kommentare durchgelesen habe und so weiter, hat mir das wahnsinnig geholfen, da die Dinge einzuordnen und das irgendwie auch mit so Persönlichkeiten zu verbinden. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist die Vielfalt tatsächlich unserer Jobs. Weil wenn man gerade, so wie ich, meistens in sehr großen Agenturen unterwegs ist, da ist es doch, ne, dann hat man halt so Strategie und hat man Kreative und hat man Berater und es ist auch ganz schön und wenn man Glück hat, hat man Digitale. Aber dass in unserer Branche sozusagen so eine Reichhaltigkeit an Erfahrung, an Input und an Perspektiven da ist und das aber alles Leute sind, wo man das Gefühl hätte, mit denen würde ich jetzt sofort ein Bier trinken gehen oder ein Aperol Spritz oder sowas. Das fand ich ein ganz, ganz schönes Gefühl. Und daran möchte ich noch anschließen, ohne dass ich jetzt alle voll labern möchte. Was mich auch beeindruckt hat, ist das Gefühl, dass man das sagen kann, was man denkt. Also eine gewisse Freiheit, nicht besonders überdurchschnittlich smart oder, also
ich hatte nicht das Gefühl, man müsste sich irgendwo irgendwie positionieren, wie man das ja sonst irgendwie in unserem Kontext manchmal hat. Gerade wenn Jungs am Tisch sitzen, wo man schauen muss, dass man irgendwie dazu kommt, seinen Punkt zu machen und vielleicht so ein bisschen klarer noch zu transportieren, was man irgendwie möchte. Also ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie freier ist und man stärker man selbst sein kann. Und das finde ich sehr, 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 sehr angenehm. Was eigentlich interessant ist, weil man könnte ja denken, dass es eher viel ruhiger zugeht oder viel zurückhaltender, wenn jetzt nur Frauen am Schiff sind. Aber eigentlich ist es gar nicht wirklich anders zu, als wenn Männer im Raum sind, nur dass man sich halt nicht das Gefühl hat, man muss sich so behaupten und auch, um auch zu Wort zu kommen. Also da ist dann so plötzlich eine Gleichberechtigung da und natürlich gibt es dann Persönlichkeiten, die eher lauter und eher leiser sind, schon alleine, weil man halt so ist. Aber in gewissermaßen fällt tatsächlich so ein Punkt weg, dass man halt so als Frau lauter sein muss, um überhaupt gehört zu werden. Das ist schon interessant. Ich fand es sehr schade, dass, weil ich fand es auch sehr interessant, mit in welcher Runde wir da zusammenkamen und hab auch gedacht, so warum ist das nicht schon früher passiert? Und umso mehr schade war es auch, dass es jetzt natürlich durch Corona auch nicht persönlich ging. Also weil man hätte halt so ganz zusammengesessen und auch irgendwie unabhängig von dem ganzen von den Arbeiten, die man dann bewerten soll, dann auch im Zweifel vielleicht sich auch so ausgetauscht, was man jetzt eigentlich auch aufnehmen müsste wieder, auch wenn es nur digital sein kann. Also schade, dass man sich nicht persönlich treffen konnte und eigentlich wäre es schön, das auch nochmal nachzuholen oder sich jetzt auch so zu verbinden. Ja, das finde ich auch. Also das ist auch so mein größter Schmerz eigentlich gewesen, weil Berlin und Hamburg ist ja auch als Werbeszene sehr groß und sehr stark vernetzt. Dann finde ich, merkt man immer so in Frankfurt, das ist dann so ein bisschen weiter weg und so ein bisschen ab vom Schuss. Und da gibt es auch viel weniger dieses Networking. Und das glaube ich auch ist sowas, das wäre total wichtig, das viel mehr zu fördern oder dass wir halt auch selber da eine Initiative ergreifen, um diesen Kreis irgendwie zusammenzuhalten. Weil ja, dieser Boys Club, der ist ja schon überall so ein bisschen spürbar und ich finde auch dieses, wir haben so respektvoll auch unterschiedliche Meinungen ausgetauscht. Jeder konnte irgendwie sagen, was er denkt und man ist auf den anderen Punkt eingegangen, aber man hatte nie das Gefühl, dass irgendwie so eine Ich-habe-aber-Recht-Situation oder sowas in der Richtung entsteht, sondern es war ein Austauschen dann auch von unterschiedlichen Perspektiven, ohne dass irgendwie, ja, es eine Positionierung oder, ich sag jetzt mal, ein Ego gab, wo man so das Gefühl hatte, okay, ich muss mir jetzt irgendwie hier meinen Punkt durchdrücken oder so. Und das fand ich total schön, wirklich. Gleichzeitig würde man natürlich irgendwie denken, also ich finde auch irgendwie am Anfang, ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei Female-Only-Initiativen. Mhm. Ich denke eigentlich sozusagen, ja, am besten wäre eine Welt, in der man das gar nicht bräuchte, weil es gar nicht die Relevanz dafür gäbe. Gleichzeitig, genau, ist dieser Austausch irgendwie, finde ich auch super wichtig und schade, dass der nicht so stattfinden konnte. Ich glaube, es wäre auch noch intensiver gewesen, hätte man sich persönlich treffen können. Und gleichzeitig habe ich aber auch nochmal gedacht, so ja, es ist einfach absurd, dass die Awards, die wir kennen, so wenig Frauen haben und dass es einfach immer diesen Männerüberhang gibt und vielleicht könnten auch internationale Awards davon profitieren, wenn sie eben doch mehr Frauen auch in ihre Awards einladen und in ihre Jurys setzen. Wer weiß, was dann passieren würde. Also, genau, wer weiß, welche Entwicklungen dann stattfinden würden. Das reflektiert auch alles, was in jeglichen politischen oder auch Unternehmensentscheidungen, alles an Entscheidungspositionen, wenn man sich überlegt, da wären mehr Frauen, mehr marginalisierte Gruppen, mehr all das, dann könnte die Welt ganz anders aussehen. In diesem Award kommt es mir vor, ihr und alles, was ich jetzt auch höre, da will ich gleich Teil dessen sein, ihr missbastet ja auch die Standards, ihr challenge die Standards, die es gibt im Advertising, die traditionell Werbung und Werbeformaten und Bewertungen und den Metriken von Werbeformaten vielleicht auch gegenübergebracht werden seit Jahren und Jahrzehnten. Und ihr habt es zum Teil auch schon gesagt, das wäre die zweite Frage. Einiges kann man sich denken, aber es ist, ich glaube, wichtig, nochmal explizit anzusprechen. Was ist für euch die eine oder die mehreren wirklich größten Differenzen
die ihr eben in dieser Jury, in einer Female-Only-Jury gespürt habt, eben im Vergleich zur Vergangenheit zu anderen Juries. Ihr sagtet schon, diese besondere Kraft, diese dass man nicht laut sein muss, dieses sich nicht zu positionieren, was ja übrigens auch sehr viel Energie frisst und Aufmerksamkeit frisst, also dieses Full Self to the Table bringen, das hat ja auch, damit seid ihr auch wirklich präsenter und könnt euch aufs Thema konzentrieren und dieser Respekt und nicht irgendwie das Gefühl zu haben, Moment, ich muss mein Ego nochmal positionieren. Das habe ich jetzt rausgehört, wäre eine ganz, ganz, ganz große Sache. Aber gibt es noch etwas, was noch nicht so genannt wurde, was ein großer Unterschied ist? Ich glaube, in dieser Runde, lustigerweise, spielt auch eine große Rolle, dass wir alle aus einer Generation sind. Stimmt. Also, weil das macht ja auch natürlich sowohl von dem Erfahrungswert als auch quasi von, was hat man für einen Blick auf die Dinge? Ist der halt eher digitaler? Ist der eher quasi aus einer, wie schaue ich auf Filme? Und auch, dass wir aus so vielen unterschiedlichen Rollen kommen, dann hat man ja auch da unterschiedliche Blickwinkel da drauf. Aber ich glaube schon, dass es auch ein großer Punkt ist, dass wir alle eigentlich aus einer Generation kommen, so mehr oder weniger. Ich frage mich gerade, woran das liegt, sondern eher, ist das jetzt Zufall, dass wir in der Runde so sind, oder ist das repräsentativ für eure Gesamtjury gewesen? Vielleicht auch, wenn ihr den Blick auf die Nachbarländer, also quasi die Frauen, die in die Jury eingeladen waren, waren tendenziell Gen Y und drunter, oder? Ich glaube tatsächlich, das ist eine These, keine endgültige Erklärung dafür, aber ich glaube tatsächlich, dass wir so die erste Generation sind, auch in der Welt, und das gilt jetzt mal für den deutschen Markt, die überhaupt sozusagen schon so seniorisch sind, dass sie vielleicht auch in so einen Award eingeladen werden, also wo genau die irgendwie auf ECD-Level, CD-Level und so weiter sind, ein Planning leiten, Teil der Geschäftsleitung sind, und ich glaube sozusagen, es gibt nochmal eine vorgelagerte Generation an ja, vielleicht älteren Frauen, aber die ist, ich glaube tatsächlich, dass es eben doch in so einer ganz männerdominierten Branche und das auch wenn wir verschiedene Jobs haben, am Ende sozusagen in diesen, all diesen Jobs gibt es eben einen klaren Männerüberhang, glaube ich, dass wir so die ersten Frauen sind, die diese Erfahrung haben und die sozusagen die Jüngeren, die nach uns kommen, ja, vielleicht sozusagen noch auf so einem Mid-Level sind oder junioriger und in der Generation vorher es tatsächlich sehr, sehr wenige Frauen gibt. Also man kennt ja in der Branche, es gibt ein paar Frauen, die stellvertretend dafür sind, aber eben doch nicht so viele. Und es ist ja aber auch ganz schön zu sehen, dass es so viele Frauen auch international gibt, die zu einem Award überhaupt eingeladen werden. Könnte ja auch sein, dass wir hier nur zu zweit sitzen. Also ein gutes Zeichen, dass es da doch, glaube ich, einen Paradigmenwechsel gibt. Ist eine These aber auch, ne? Das ist, glaube ich, das, was ich vorhin meinte, als ich sagte, ich war so überwältigt von der Vielfalt, und das ist wahrscheinlich gepaart mit dem, was du sagst, dass es sozusagen einen gewissen Senioritätslevel gibt, wo es also in unterschiedlichen Jobs, die alle irgendwie miteinander zu tun haben, aber dass es da so viele tolle Frauen gibt, die auch was zu sagen haben, die irgendwie auch in Charge sind. Und das ist einfach total toll zu sehen und zu spüren, weil man das sonst im Alltag eben nicht so mitkriegt. Tatsächlich. Und eine Sache wollte ich noch sagen, das ist nicht die Antwort auf deine Frage. Macht nichts. Was mir aufgefallen ist vorhin, weil ich auch das Gefühl hatte, das ist Wahnsinn, dass man eigentlich sonst nicht so zusammenkommt in so einer Runde. Ich fand es aber auch wahnsinnig angenehm, dass es einen Zweck hatte. Also dass es nicht war, so wir müssen jetzt eine Female Community bilden, und es gibt ja auch so She Says und so Sachen, das finde ich auch ganz, ganz toll. Aber ich sehe mich gar nicht selber so als, ich muss die Faust erheben und so weiter. Ich will einfach, dass es uns allen in unseren Jobs und in unserem Alltag, dass wir da dieselben Chancen und dieselben Dinge tun können wie alle anderen auch. Und deswegen fand ich das so angenehm, sich zu einem inhaltlichen Zweck zusammenzutreffen und nicht um des Frauseins Willens, des Frausein Willens oder sowas. Das wollte ich nur noch einmal anbringen. Das fand ich sehr, sehr toll. Und um was zu ergänzen, das fand ich auch ganz interessant, dass ja bei unserer, also als wir die ersten Male auch über die Shortlist gesprochen haben oder auch beim zweiten Treffen, wo es dann wirklich auch in die Cases reinging, war das ja nie ein Thema. Also das Lustige war ja, man hat sich wirklich immer inhaltlich mit den Cases beschäftigt und finde ich auch sehr, sehr reflektiert. Also man hat ein Gesamtbild, also man hat den Case aus einer sehr vielfältigen Brille gejudged, aber eben nie aus der Female-Brille oder ich als
also die Sätze sind mit keinem Satz gefallen, sondern es war wirklich, es ging immer um die kreative Arbeit und es hat überhaupt gar keinen, es hatte einfach keinen Einfluss, ob das jetzt sozusagen, ja, also das Thema Geschlecht oder das Thema Diversity oder Inklusionsfragen war, haben einfach keine Rolle gespielt, sondern es ging immer um die Idee und das fand ich auch besonders schön zu beobachten und da habe ich dann in dem Moment eben auch gedacht, ja, wenn Frauen mehr in internationalen Awards oder gemischten Juries sitzen würden, wie viel toller wäre vielleicht auch so eine Jury-Sitzung eben, weil Dinge zur Sprache kommen, die sonst gar nicht zur Sprache kommen, eben weil, ja, weil man eben doch, genau, vielleicht, ja. Spannend. Ich finde, das merkt man ja auch immer bei anderen Awards, gerade auch wenn man über Projekte spricht, die aus einem anderen Land kommen, wie viel es hilft, einfach nur jemanden aus dem entsprechenden Land in der Jury zu haben, der dann eine ganz andere Perspektive auf so etwas aufmachen kann, ne? Wo man dann manchmal so da sitzt, denkt, ach krass, das habe ich gar nicht so empfunden oder das kann ich, ja, habe ich selber nicht so gedacht oder sowas. Und so ähnlich verhält sich es ja auch mit den Frauen dann auf der anderen Seite, wo man sagt, ey, bei so Themen bringen die vielleicht eine ganz andere Perspektive rein, auf die man, und das meine ich gar nicht jetzt irgendwie aus einer Bösartigkeit heraus, sondern das einfach nicht nachempfinden kann oder einen ganz anderen Blick darauf hat. Und das addiert ja einfach nur hinzu, eine neue Facette, einen ganz anderen Blickwinkel, stößt vielleicht eine viel größere Diskussion ja auch an und bringt einen selber ja auch wieder weiter. Wobei es schade ist, finde ich, dass teilweise hatte man ja schon das Gefühl, dass mehr Frauen-Cases oder Frauen-Themen-Cases da drin waren als in anderen Awards. Also es ist schade, dass es so gesehen wird, dass man dann, es ist eine weibliche Jury, dann, also natürlich ist so oder so Frauen und Diversity jetzt irgendwie Thema, aber es ist schon mehr gewesen, als in anderen Awards so auftaucht. Und es ist schade, dass da immer noch so dieses Frauen bespielen Frauenthemen und Männer machen dann Autos oder sowas. Also das ist halt so, dass es sowas überhaupt irgendwie gibt in der Denke. Also das fand ich schon teilweise auffällig, dass es sehr viele Gleichberechtigungs-, Diversity, Frauen, Seifen, weiß ich nicht was. Okay, interessant. Wobei man da vielleicht fairerweise dazu sagen muss, dass es ja auch das erste Jahr des dieses Awards ist und das vielleicht noch, ja, vielleicht mal einen Schritt zwei braucht, um so ein bisschen klarer zu machen, dass das nicht der Fall ist, dass das nicht der Fokus ist. Ja, also dass in eine All-Female-Jury nicht dazu führt, dass es Female Topics sind. So, ich glaube, das ist, hatte ich den Eindruck, dass es vielleicht einfach noch einen Schritt zwei braucht, ein nächstes Jahr, bis ein bisschen mehr Infos über den Award stattfinden. Absolut. Sehr spannend, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also ich hätte gedacht, da wird einfach, dass einfach eingereicht wird, was sonst auch eingereicht wird und dass das sehr durch also alle Branchen hinweg ist. Teils gibt es natürlich auch, also es gibt jetzt nicht nur diese Cases, aber es ist schon mehr als bei den anderen Awards an Frauenthemen. Oder, also was wünscht man sozusagen Lucia nicht, aber oder dieser Award wird in ein, zwei Jahren eben gar nicht mehr stattfinden, weil so aufgelockt. Ich meine, der Award hat ja auch den Zweck, quasi Frauen eine Stimme und ein Gefühl zu geben, weil es sonst eben nicht stattfindet oder weil die internationalen großen Awards, die gängigen Awards, eben einfach einen klaren Männerüberhang haben. Also vielleicht kunstmäßig gibt es ja auch einfach irgendwie, gibt es in zwei Jahren wohl das aufgebrochen. Es gibt ja jetzt ja auch viele Initiativen, die in diese Richtung gehen. Also vielleicht sagt man auch in zwei Jahren, okay, super cool. Der Guarantee Award wurde verkauft an einen anderen oder gemerged mit einem anderen großen Award. Das kann. Endlich haben wir eine 50-50-Quote oder was auch immer und es spielt eigentlich keine Rolle mehr. Und Frauen können genauso kreative Arbeiten jurieren, wie das ihre männlichen Kollegen eben auch tun. Es sei denn zu wünschen. Es wäre nochmal eine Frage auch an die Runde, weil ich weiß nicht, wie es euch Frauen geht. Habt ihr auch manchmal, also so in den anderen Jurys, in denen man so sitzt, dann manchmal das Gefühl, man wird halt nur eingeladen, weil dann halt nochmal eine Frau drin sein muss, damit man da so irgendwie die Balance gehalten hat oder ähnliches. Also das finde ich manchmal schon auch so ein bisschen. Die Quotenfrau? Ja, absolut. Ja. Absolut. Furchtbar. Ja. Ich befürchte aber, das ist jetzt meine Hypothese, da muss tatsächlich unsere Generation auch nochmal durch. Ich hoffe, die nächste hat es dann, ist es raus. So unter dem Motto, es zählt nur die Leistung, aber dann wird man plötzlich Quotenfrauen in irgendwelchen Panels oder so. Aber die Powerfrau, wir haben weibliche. Oh, schöner Stempel. Genau. Aber ist es nicht,
Hängt es nicht so ein bisschen auch mit dem zusammen, was du gesagt hast, Alissa, vorhin, dass es einfach gerade in der Kreation, und es sind ja meistens Kreativ-Awards, ich beispielsweise werde natürlich normalerweise nicht zu Kreativ-Awards eingeladen, unbedingt, weil ich halt Stratege bin. Ich bin in Effektivitäts-Awards und kann Effectiveness und solche Sachen, was mega cool ist. Aber das heißt, ich habe da jetzt nicht den gleichen Erfahrungsschatz, aus dem ich schöpfen kann. Aber es gibt ja einfach in der Kreation in Deutschland nicht sehr viele hochrangige Frauen. Also da bist du, Marielle, als weiblicher ECD bei DDB Germany, jetzt mit Tine, die jetzt GF geworden ist in Düsseldorf bei uns Kreation, bist du, glaube ich, die Einzige auf diesem Hierarchielevel. Und das ist in den anderen Agenturen ja auch nicht anders. Hat das nicht auch damit zu tun, dass die hochrangigen Kreativen leider noch nicht in der Mehrzahl Frauen sind? Bestimmt. Also du meinst, dass es sich ausgleicht mit diesem 50-50? Ja, klar. Und trotzdem, also der Pool, den du einladen kannst, ist viel kleiner. Ja, das kennen wir aus den Bereichen IT. Finde IT-Leute, also IT-Frauen für Engineering-Jobs, da heißt es auch immer, aber der Pool ist so klein, wir finden einfach niemanden. Naja, also, das ist eben die große Frage. Ne? Ich habe letztens das war, glaube ich, so eine Studie auch vom GWA, wo man so ein bisschen geguckt hat, man untersucht hat, wie die Frauenquoten sind auf verschiedenen Leveln eben in der Werbebranche. Da war es tatsächlich so im Top-Management, glaube ich, 2%, dann im mittleren Management 6,7%. Und da war es aber ganz interessant, dass sozusagen in den Leveln darunter oder mit Management waren tatsächlich, glaube ich, sogar über 50% weibliche Mitarbeiterinnen. Also die Frage ist dann auch so ein bisschen so dieses Henne-Ei-Prinzip, wo geht das dann los? Also liegt es einfach daran, dass es keine Seniorigen-Kreativen gibt oder werden sie eben einfach auch nicht befördert? Was man hat, also stelle ich mal an Raum, ist natürlich die Frage, also wo hakt es dann? Gibt es sie einfach nicht? Gibt es sie nicht, weil Frauen sich nicht für Kreation interessieren oder keine, oder sozusagen nicht den nächsten Schritt gehen wollen? Oder gehen sie einfach automatisch nicht den nächsten Schritt? Oder gibt es da quasi schon, ja, also kommen Frauen nur bis zu einem gewissen Level und dann nicht weiter? Und deswegen gibt es vielleicht auch nicht die Seniorin-Kreativen wie Marielle, die in so einer Studie sitzen können. Also ist eine Frage oder eine These oder ne, es ist auch keine These, sondern eher Hanna hat eine Antwort darauf, sehe ich. Ja, genau. Ich denke, ich musste nur daran denken, dass jetzt in Sheryl Sandbergs Buch, was wahrscheinlich alle gelesen haben, Lean In, ist ein Aspekt, den sie dass die Tendenz ist, dass man dazu neigt, Leute zu fördern, die einen an sich selber in Jung erinnern. So. Das ist natürlich, das führt logischerweise dazu, dass nicht unbedingt die meisten kreativen ECDs werden. Aber ich habe mir diese Frage, was Alissa anspricht, auch schon oft gestellt, weil ich keinen Agentur-Background habe und auch nie in einer Agentur gearbeitet habe, aber nur beobachte, dass wahnsinnig viele Kreative es gibt, aber irgendwie den Sprung nach oben, also den Sprung dann in die Executive-Etage und auch GF-Etage, irgendwie dann nicht passiert. Und mir auch oft ein Fragezeichen ist, warum nicht? Ist das wirklich das Reine, man fördert wer? Ich glaube, dass das jetzt erst diesen Umschwung macht und vorher musste man sich halt entscheiden, Karriere oder Familie. Ganz einfach, also und wenn man halt quasi nicht diesen Karrierepunkt fokussiert hat, war halt beides nicht wirklich vorstellbar. Ich versuche ein bisschen das Gespräch wieder zu lenken. Also Paradigmen gar nicht, nein, ist super. Hochinteressant, Paradigmenwechsel muss da stattfinden und ich glaube genau, wir sind in dieser Generation, die da richtig durchgerüttelt wird, in der Hoffnung, dass die nächste nicht braucht. Aber Stichwort Paradigmenwechsel, ihr habt schon gesagt, das wäre dann auch der Übergang zur letzten Frage. Und ist auch ein Henne-Ei-Prinzip. Das, was juriert wird, wird ja irgendwann konzipiert und entwickelt. Und was wird aus eurer Erfahrung jetzt, was ihr hier geteilt habt, was wäre ein Learning, ein Tipp, ein Ratschlag, den ihr tatsächlich im Kreativprozess, überhaupt im Marketing-Werbe-Entstehungsprozess sehen würdet im Sinne von auf der Kundenseite, also noch mehr Henne-Ei, oder auf der Agenturseite? Was würdet ihr verändern im Prozess? Was wäre es, was nehmt ihr mit, wo ihr denkt, das wäre doch aus dem Learning, was wir hier gemacht haben, besser für die Prozesse, für die Ideen, für die Menschen, für was auch immer? Ich würde vielleicht eine Sache mitnehmen, und zwar, dass, glaube ich, ich komme da wahrscheinlich an einen deutlich späteren Punkt rein, als jetzt allem voran Katrin zum Beispiel, der sehr viel früher startet. Wenn wir alles richtig machen, dann ist es so, ja. Aber dass
an meine Stelle spricht man ja wahnsinnig viel darüber, wer wird denn jetzt besetzt, wer wird denn porträtiert, also wie sieht denn die Person aus? Und ich glaube, in den letzten Jahren eine positive Sache, dass man ja viel mehr, und jetzt kommt dieses wunderschöne Wort, Powerfrauen, auch porträtieren will, ist ja dann die Frage, okay, wie sieht denn diese Person aber aus? Wie wird denn die gecastet? Was ist denn das für ein Typ? Und vielleicht, wie ich finde, was ich so dachte, ist, ich hätte gerne einen Screenshot von den ersten Jury-Sitzungen gemacht und sagst, okay, so zum Beispiel, das ist eine Palette, das ist eine Vielfalt, das ist nicht das Klischee. So. Und das ist vielleicht das, was ich mitnehme, dass das, wo du sagst, wie sieht auch Erfolg aus, weil, so wie Alice sagt, ich meine, es ist ja alles, ich meine, Leute, die jetzt mit dabei waren, waren alles eigentlich Personen, die in ihrem Bereich absolute Profis sind. Und dass diese Vielfalt, wie das aussehen kann und was das für Backgrounds sein kann. Ich fand das zum Beispiel bei Elisa so sympathisch. Ich glaube, du warst in der ersten oder zweiten Session in dem Kinderzimmer von einem Kind. Immer noch? Ich kenne das wieder. Aber ja. Selber als junge Mutter, ich kann das fühle da sehr mit und dachte, das fand ich so cool. Ich fand es so lässig auch, dass du das gemacht hattest, weil ich dachte, yay, das ist so, das ist auch das Begriff irgendwie Powerfrau, einfach lässig irgendwie im Kinderzimmer sitzen und halt den Call mitmachen. Und das nehme ich so daraus mit. Ja, cool. Guter Punkt. Ich glaube, was wir noch sonst schaffen müssen, ist auch einfach Vorbilder zu schaffen in dieser Branche. Ne? Also ich meine jetzt gar nicht uns selber, sondern aber auch diesen Ausblick zu geben, dass man halt da eine Vernetzung hat und auch zeigt, dass es diese Leute gibt und dass die auch, wie gesagt, Mutter und Beruf irgendwie vereinen können, dass es nicht immer dieses One-Way-Ding ist, dass es halt auch was Natürliches gibt. Ne? Also ich glaube, dieses Krampfige mit dieser Frauenquote und alles, das ist irgendwie, fühlt sich, finde ich, als Frau auch immer wie so ein Klotz am Bein an. Mhm. Aber dieses, wenn es sich natürlich anfühlt, ja, und wir das irgendwie schaffen, da eine, ich will ja noch gar nicht von Gleichheit reden, aber einen Schritt in diese Richtung zu gehen, dass man das Gefühl hat, das gehört halt auch einfach alles dazu und das ist auch alles richtig so, dann glaube ich, inspiriert das auch andere zu sagen, ja, ich kann es auch schaffen, ne? Also ich kann das auch so machen und ich glaube, dieses Vorbilder und das ist ja auch wieder so ein bisschen zurückzukommen zu, man sitzt da und denkt, wow, so viele tolle kreative und strategische und Businessfrauen gibt es hier in Deutschland, das inspiriert einen ja auch selber zu sagen, ach, das ist so toll und man muss da irgendwie, man freut sich dabei sein zu können und ich glaube, dass das auch ein großer Ansporn ist, für die Generation darunter, da auch ein Teil sein zu wollen. Ich finde die Frage auch so wahnsinnig schwer zu beantworten, weil ich finde so, also das jetzt auch quasi Agenturarbeit und dann auch in Richtung Kunde zu übertragen, weil das eine ist ja auch so, also generell, wenn man jetzt über Frauenquote spricht, da hat ja auch jeder eine persönliche, auch jetzt quasi ich als Frau habe eine persönliche Einstellung dazu, weil anscheinend braucht es die Frauenquote, damit überhaupt was passiert. Andererseits bin ich jetzt jemand, ich möchte niemals eingestellt werden, nur weil ich eine Frau bin, sondern weil ich halt was kann und ja, weil ich das gezeigt habe und weil ich nicht jetzt angerufen werde, so wir, also man merkt aber ja auch, dass alle auch Schwierigkeiten haben, darüber zu reden, also gerade Männer haben Schwierigkeiten, darüber zu reden, was dieses Frausein ausmacht oder dass man, wenn es jetzt darum geht, man sucht jetzt eine Frau, um die einzustellen, dann passieren ja da diese ständigen Fehler, die dann angemerkt werden mit irgendwie Frauenpower und weiß ich nicht, was kann man jetzt irgendwie sagen, aber das ist so, gefühlt ist gerade eine Zeit, wo man das gar nicht so richtig machen kann. Ich glaube nur, dass man auch da nicht so differenzieren kann, von wegen jetzt Männer oder Frauen haben jetzt jeweils bessere Ideen, sondern eigentlich, also es ist ja geschlechtunabhängig oder sollte es zumindest sein. Ja. Ich muss noch mal einmal nachfragen, worauf du hinaus wolltest. Also geht es jetzt wirklich um den Kontext Frau oder geht es jetzt wirklich um, wie können wir irgendwie unsere Arbeitsprozesse verbessern? Eher was irgendwas aus euren Learnings heraus quasi, aus diesen Learnings und da war ja jetzt einiges dabei, auch zum Beispiel, dass das Full Self mitgebracht werden konnte in diese Runde, dass ihr euch nicht verstellen musstet,
Also all das, was bis jetzt genannt hatte, was wäre da, würdet ihr mitnehmen in einen ja, veränderten zum Beispiel Prozess, wie Briefings geschrieben werden, wie das Agentur-Kundenbeziehungen, wie die aufgebaut sind, der Award-Prozess insgesamt innerhalb einer Agentur, aber wenn es dann auch rausgeht zu den Awards, also dieser ganze Prozess von Ideenfindung, von Kunde brieft, Produkt wird gelauncht, brieft, bis hin zu wird juriert, sag ich mal, was sich darin verbessern könnte aus dem Learning daraus. Vielleicht sagt er auch, nö, eigentlich gar nichts, ist fein. Aber das glaube ich nicht. Aber meinst du jetzt, um das zu gendern? Also, weil das hat ja eigentlich damit nichts zu tun. Nee, oder? Ganz genau. Deswegen, ja. Dass man sein Full Self, psychologically safe sozusagen, an den Tisch kommen kann, hat erstmal nichts mit Gender zu tun. Das ist richtig. Mhm. Deswegen, es geht eher um das Learning, was ihr daraus nehmt. Mhm. Okay, ich glaube, wir kapieren es alle nicht so richtig. Macht nichts. Was ich immer wieder lerne, ja. Bei Jurys und auch wenn ich mir so Arbeiten angucke und so weiter, und ich habe es jetzt auch wieder gemerkt, ich würde wahnsinnig gern nur auf Briefings arbeiten, wo der Kunde mir eine Zielstellung gibt und einen KPI. Weil ich finde es so schwierig, das hat jetzt überhaupt nichts mit Frauen oder Männern zu tun, ehrlich gesagt, sondern mit der Arbeit. Wo wir Runden um Runden drehen, weil du einfach immer weniger ganz konkret gesagt kriegst, was die eigentlich erreichen wollen. Und wenn ich ein konkretes Ziel kriege, dann kann ich so glasklar darauf arbeiten und dann kann ich so glasklar die Kreation losschicken. Und dann haben wir auch intern viel weniger Runden und Prozesse. Und das ist mir bei den Cases auch aufgefallen, dass du halt ganz oft leider, wenn es sogenannte echte Kunden sind und keine Charity-Kunden, wo man sich das Briefing selber schreiben kann, dass du am Ende nicht checkst, wie das Produkt eine Rolle spielt, dass du nicht checkst, was sie dir eigentlich sagen wollen und dass du nicht verstehst wirklich, was die Kernbotschaft ist und überhaupt. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das, weil wir wollen ja alle, da sind wir uns, glaube ich, einig, lieber auf echten Kunden tolle Kreationen machen. Aber da habe ich echt oft gedacht, als ich mir die Sachen angeschaut habe, wie kommt der jetzt denn da drauf, ja, am Ende? Dann wird es immer so profan. Und bei den Charity-Cases oder Social-Cases ist es halt immer aus einem Guss, weil da bist du emotional und dann ist die Botschaft und der Absender auch irgendwie entsprechend emotional. Und da habe ich doch häufig einen Bruch festgestellt und das fand ich schade. Das ließe sich, glaube ich, lösen, wenn man ganz vorne am Prozess schon im Kundenbriefing eine klarere Zielstellung formulieren könnte. Genau, ich glaube, aber das ist tatsächlich, da, um dann nochmal eine Metaebene aufzumachen, ich glaube, das liegt halt auch oft daran, dass überhaupt auch die Frage ist, also ich meine, wenn wir uns schon diskutieren, ja, wo sind eigentlich sozusagen die Frauen in der Kommunikationsbranche, dann ist natürlich die ganze Frage der Kommunikationsbranche auch so ein bisschen, was ist eigentlich heutzutage zeitgemäß oder gute Kommunikation? Und da fängt es ja schon beim Briefing an. Ich glaube, das ist so komplex geworden, dass es ja nicht nur darum geht, beim Thema Diversity geht es ja nicht nur darum, hier ist eine Frau, also wir bringen eine Frau in die Geschäftsführung, sondern es geht ja auch darum, wir bringen neue Perspektiven rein, wir bringen Leute mit verschiedenen Background rein. Im Briefing-Prozess hinterfragen wir mal das Briefing, wir fragen nochmal, brauchen wir das überhaupt und was, wenn nicht, was brauchen wir dann, mit wem müssen wir reden, wer kann das, was wir jetzt gerade nicht liefern können. Also ich glaube, sowieso muss eine Offenheit stattfinden, nicht nur bei den Kommunikationsanbietern selber, und damit meine ich alle, also auch auf Kundenseite, auf Agenturseite, auch auf irgendwie den Dienstleister, mit dem man arbeitet und so weiter und so fort, sondern eben auch, welche Partner braucht es und welche Form von Briefing braucht man vielleicht auch und wer ist die Zielgruppe und gibt es nicht da auch wieder ganz diverse Zielgruppen, die man bearbeiten muss? Also kann man überhaupt noch sozusagen so geradlinig Kommunikation betreiben, wie wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben? Oder geht das zum Beispiel auch nur bei sowas wie Charity Briefings, wo man einfach ein klares KPI hat und ein klares Briefing, das ist wahrscheinlich noch am einfachsten. Aber ich glaube, moderne Kommunikation funktioniert sowieso mittlerweile nach ganz anderen Regeln und da ist dann auch egal, ob eine Frau am Tisch sitzt oder nicht, sondern es ist so viel komplexer geworden, dass wir dem irgendwie gerecht werden und deswegen umso wichtiger ist, dass wir überhaupt was gemacht haben im Sinne von, wir haben sozusagen sogar Geschlechtergleichheit und das ist sozusagen die Basis und darauf kommt ja noch ganz viel neue Komplexität und dem müssen wir einfach gerecht werden, glaube ich, damit man überhaupt gute Kommunikation herstellen kann. Da habe ich noch einen Punkt, wo du das gerade sagst, darauf aufbauend, was ich glaube, was ein Unterschied sein könnte, das ist aber vielleicht ein Mentalitätsthema und gar kein Gender-Thema, da bin ich mir nicht sicher. Klar.
dass Frauen schon, also ich merke das an mir, kooperativer führen und handeln. Also wenn du mir jetzt so ein Business-Problem gibst, dann würde ich mir nicht einbilden, dass ich das alleine lösen kann, sondern dann würde ich mir natürlich Partner suchen, von denen ich glaube, dass sie mehr davon verstehen als ich, weil ich gar nicht das, weil ich gar nicht für mich in Anspruch nehmen würde, dass ich irgendwie die Lösung alleine haben muss. Wäre vielleicht bei einem Mann anders, weiß ich aber nicht. Also vielleicht ist es eine Mentalitätsfrage, ob man kooperativer ist oder nicht. Aber ich würde wahrscheinlich im Schubladendenken Frauen unterstellen, dass sie tendenziell kooperativer sind als andere. Vielleicht ist es aber auch Quatsch. Nö, ich glaube, dass da gibt es auch Studien zu. Ich finde auch introvertiert, extrovertiert, kannst du auch drauf labeln. Das ist auch eine Mentalitätsfrage. Und natürlich ist natürlich auch unsere Wirtschaft und die Art und Weise, wie wir miteinander Handel betreiben und überhaupt, die ist eher für Extrovertierte gemacht. Das heißt, die profitieren eher von der kommen eher durch die berühmte Glass Ceiling als jemand, der introvertiert ist. Und also alles, was ihr jetzt gerade so in den letzten Minuten gesagt habt, finde ich, ist schon ein Learning, was man durchaus auch in Prozesse quasi neu definieren könnte. Also wie divers und perspektivisch sind wirklich die Briefings ausgestellt, damit sie eben zu einer klaren Zielstellung kommen überhaupt. Weil vielleicht sind sie, das ist eine Hypothese, vielleicht sind sie nur so diffus, weil so, ja, irgendwie die Zielgruppe und das Ziel und nee, habt ihr euch wirklich ganz angeschaut, wer hier angesprochen werden soll, was das Ziel ist und so, also quasi diese Breite da aufzustellen, das fängt ja vielleicht auch schon bei Just Food for Thought, bei natürlich, welche Menschen arbeiten überhaupt bei den Kunden, die diese Problemstellungen betrachten, welche Menschen arbeiten in der Agentur und dann sind wir wieder bei der Glass Ceiling und so, wer hat die letzte Entscheidung auch, wenn fast nur Kreative da sitzen bei dem, was abgesegnet werden muss, wer hat die letzte Entscheidung dann, was letztendlich dann zu Hannah kommt und gedreht wird, also und auch gecastet wird. Mhm. Also ich finde, alles, was sie gerade gesagt hat, zieht sich durchaus durch den alltäglichen Prozess, der da angepasst werden könnte. Ja, das wäre es eigentlich so grob. Also ich habe jetzt viel auch ein bisschen mitgetippt. Gibt es sonst noch irgendwie einen, neben dem, dass ihr eben das als extrem beeindruckende Kraft auch empfunden habt, dass es eine Reichheit, die Erkenntnis und die Erstaunnis, wie sagt man, sehr erstaunt war, wie reichhaltig auch die Erfahrung auch in der Seniorität eurer Gruppe in dieser Award, in dieser Jury dass ihr euch wünscht, dass es weitergeht. Das fand ich auch ganz schön. Also auch ein persönliches Follow-up, auch, aber vor allem das inhaltliche Zweckgebundene auch, da weiter zusammen zu arbeiten. Besonders schön und vielleicht auch nichts Neues, aber fand ich, was man jeglichen Jurys um die Ohren hauen könnte, ist eben dieses, ihr musstet euch nicht positionieren, nicht dieses Behaupten, diese ganze Energie ist da nicht draufgekommen, sondern es war ein respektvolles, unterschiedlicher Meinungsaustausch, nicht wer hat Recht, sondern was ist das Thema und darum kümmern wir uns und nicht den ganzen alles außenrum, wenig Ego quasi und ja, die größten Differenzen waren genau das, dass wenig Ego im Spiel waren, dass das Altersunterschied, das zeigt auch, wie diese Branche gestrickt ist natürlich. Ihr habt auch festgestellt, auch wenn es das erste Jahr war, weniger Cases, die irgendwie rein männlich wären, für rein männliche Produkte, also es eher frauenlastigere Themen waren, wurden eingereicht, das darf sich hier gerne ändern. Und ja, diese Vielfalt an Personen, an Charakteren, an Vorbildern, an Perspektiven dürfen durchaus auch in die Prozesse des alltäglichen Wir machen Marketing einrutschen. Das, das war jetzt mal so eine grobe Zusammenfassung. Fehlt euch da noch was ganz Wichtiges drin, was die Welt hören muss von dieser deutschen Garrity Award Jury? Auf jeden Fall ziemlich gut zusammengefasst. Ja. I told you, Ellie is the master. Yeah. Ich finde auf jeden Fall, wir sollten noch eine deutsche Charity-Gruppe auch machen, neben dieser internationalen, wo dann alle drin sind. Also es gibt ja diese WhatsApp-Gruppe, wo so weltweit alle drin sind. Da ist auch schon wieder so, okay, ich schreibe jetzt mal Hallo, aber es ist halt schon, es geht so in der Welt verloren gefühlt. Aber ich finde so jetzt unter diesem deutschen Kreis wäre das schon irgendwie ganz schön, da mehr Austausch zu haben und das vielleicht auch weiter zu fokussieren. Ja, und ehrlicherweise, mich hat ja zum Beispiel Alice reingebracht, ich habe mit Alice ja viel auch gearbeitet, auch im Google-Rahmen, als sie noch bei Engine war, als sie ja
zu Apple gegangen, nach San Francisco, genau. Aber Alicia hat mich tatsächlich in den Award reingebracht, was ganz interessant war, weil sie mich quasi vorgeschlagen hat und gesagt hat, Lucia war, glaube ich, auf der Suche quasi nach Frauen wie wir alle und Alicia hat mich empfohlen. Und das finde ich jetzt auch nochmal so ein bisschen mal Learning. Also das ist irgendwie schön ist zu sehen, wen es alles da draußen gibt und dass man sich halt einfach immer weiter promoten muss. Also dass sozusagen, wenn man von selber nicht den Platz bekommt, dass man immer wieder auch sagt, ey, ich kenne da jemanden, die ist irgendwie toll, die finde ich super. Genau, und sich irgendwie so weiter, so weiter empfiehlt, weil ich glaube, das braucht es eben auch. Also genau, man darf, glaube ich, nicht da sitzen und immer drauf warten. Und wenn man eben auch nicht die Quotenfrau sein will und auch nicht andere Quotenfrauen vielleicht da haben will, also es ist jetzt nicht blöd klingen, aber es ist am Ende ja so, man will ja auch einfach mit schlauen Köpfen zusammensitzen und Ideen austauschen, dass man sich weiterhilft. Promoted, genau. Weiter promoted. Ein tolles Schlusswort. Danke, Alissa. Ich gebe euch trotzdem noch einen Food for Thought mit, weil die Idee, dass ihr euch weiter zusammentut, finde ich sehr schön und vielleicht wäre es möglich, könnt ihr mal mit Lucia besprechen, wenn ihr einfach einmal im Quartal oder von mir aus auch nur einmal im Halbjahr, Weihnachten bietet sich natürlich oder die Reflexion von Weihnachten sehr an, dass ihr sagt, wir schauen uns einfach die stärksten oder vermeintlich stärksten, kann man ja auch sagen, Christmas Ads an und besprechen die nur in unserer Runde, auch wenn es keinen Award dazu gibt. Und wir wären vielleicht auf ein anderes Ergebnis gekommen unter den Kriterien des Garrity Awards. Also man muss ja manchmal gar nicht was Offizielles haben, um ein Statement rauszugeben und dadurch auch Learnings zu haben. Das hält sich, glaube ich, der Aufwand in Grenzen und damit kommt ihr inhaltlich zweckgebunden wieder in diese tolle Energie. Das ist vielleicht eine Idee. Ja. Gibt es denn eine Frage noch? Gibt es denn, irgendwann werden ja auch diese Awards verliehen und so weiter, ne? Das könnte ja im Zweifel auch ein Anlass sein, dass man sich nochmal spricht, wenn man schaut, wer die Gewinner jetzt am Ende geworden sind, weil das ist ja dann schon spannend, wenn man da so ein bisschen mit prejudgen konnte zumindest. Wer das Rennen denn nun gemacht hat? Ist es der Moldy Whopper? Da kenne ich die Timings nicht. Alissa, weißt du? Also ich glaube, da wird Lucia... Es gibt nochmal eine quasi, also wir sind, glaube ich, wir sind die Executive Jury, da gibt es nochmal eine andere Jury, also auch eine deutsche Jury, die, glaube ich, dann sozusagen aus der Shortlist die Arbeiten prämiert, die tatsächlich den Award gewinnen. Aber genau, was der nächste Schritt ist oder wer es abläuft, weiß ich jetzt nicht, aber wir können Lucia ja einfach nochmal schreiben, wir sind sowieso mit ihr in Kontakt wegen den Videos und dann fragen wir sie und ansonsten, genau, ich könnte mir vorstellen, dass es sowieso auch eine digitale Lösung geben wird, die man sich bestimmt auch einwählen kann, um das irgendwie zu verfolgen. Also da bin ich mir sehr sicher, dass das wahrscheinlich stattfinden wird. Cool, danke. Gut, ihr Lieben, dann... Danke euch sehr. Das war spannend zu lauschen. Und, danke für die tolle Inspiration, Elli. Ja, sehr gerne und hoffentlich bis bald. Dankeschön. Ja, guten Tag. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.